8.39 Uhr. Schönen guten Morgen. Sie hören Oldie 95 und ein ganz besonderer Freitag, denn endlich ist er da. Herzlich willkommen, Wladimir Klitschko. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Sind noch ein bisschen gezeichnet vom Kampf vom letzten Wochenende gegen Mario Schwach. Ein kleiner, ja, kleiner blauer Fleck noch über dem rechten Auge. Es ist fast kaum zu sehen. Das stimmt, es ist fast kaum zu sehen. Also dafür, dass sie da nicht über zwölf Runden. Also ist keine Schminke. Nee. Dafür, dass sie da über zwölf Runden richtig gut auch geboxt haben, ja, doch, sehen sie dann doch, sieht man fast gar nichts mehr von den Spuren vom Kampf. Danke. Übermorgen geht's ja los. Rocky, das Musical, Weltpremiere im Operettenhaus. Sie, ihr Bruder Vitali und auch Sylvester Stallone sind ja die Co-Produzenten. Der große Tag kommt immer näher. Wie aufgeregt sind Sie jetzt schon? Ich bin ziemlich aufgeregt, weil vor 3 Jahren haben wir die Idee gehabt und vor 3 Jahren haben wir angefangen. Und was ist das mit den 3 Jahren? Eigentlich ist nicht so viel Zeit, aber so viel Arbeit gemacht worden von so vielen Menschen, die dann sich zusammengetan haben, um diesen Projekt, das Rocky Musical, erfolgreich zu machen. Und ich glaube schon, das Publikum hat das Musical noch nicht gesehen, nur kleines Publikum gesehen, nur die Spezialisten und die Kritiker. Und wir haben versucht, das so zu ändern und so zu machen und so zu darzustellen, dass, dass Leute werden einfach von der Geschichte begeistert. Genauso begeistert wie von den 6 Folgen von Rocky. Also das ist ein Klassiker, wo auch, es geht nicht um den Sport, man denkt, es geht ums Boxen. Jein, ist Teil davon, aber es geht um Leben, weil wir sind alle Underdogs und der Rocky, der ist ein kompletter Loser eigentlich und ist ein Underdog und er möchte nur sich beweisen im Leben und sich im Leben durchboxen. Vor allem, man macht das nur für eine Frau. Es geht natürlich um eine Frau. Die Adrian, und er will natürlich das Herz von Adrian erobern. Es geht ihm nicht so leicht auf diesem Weg zur Eroberung, aber er tut es für sie und am Ende sagt er, yo, Adrian, I did it. Oh mein Gott, ja, wer kann da doch noch Nein sagen, ne? Von wem kam jetzt eigentlich die konkrete Idee für das Musical? Wer hatte die? Na gut, ursprünglich natürlich, die Idee kam von Stage Entertainment. Das ist die, die Produktionsfirma von vielen Musicals. Wenn wir über ein Musical nachdenken, dann... Ich kann euch versichern, das ist von Stage Entertainment produziert worden. Und wir waren begeistert, die haben auch ihren Sitz hier in Hamburg, Hauptsitz in Hamburg von Stage Entertainment Deutschland. Und wir wissen, dass Musicals in Deutschland sind sehr populär. Leute lieben es, zu den Musicals zu gehen. Und die Idee fand ich schon auch so toll und das war einfach non plus ultra. Ich meine, nach 6 Folgen gibt es dann eigentlich kein weiteres Leben für den Rocky. Und beim nächsten Treffen in Los Angeles mit Sylvester Stallone, wir haben das abgesprochen und er fand die Idee wunderbar und ganz toll und er sagte, ich möchte, dass der Rocky weiterlebt. Und Musical ist die richtige dann Folge für Rocky als Charakter, als Filmhero, einfach im Musical zu leben, durch den Musical weiterzuleben. Und es ging dann alles ziemlich schnell. Ich war selbst sehr überrascht, aber es ging ziemlich schnell. Natürlich, Sylvester Stallone hat den Skript, also das Drehbuch geschrieben für den Film. Ja. Und natürlich den Rocky selbst gespielt. 1976 ist der erste Rocky rausgekommen. Ja. Also vor 36 Jahren. Das ist mein Jahrgang. Ich bin 1976 geboren. Und ich habe nie gedacht, dass ich dann noch Co-Produzent sein werde von Rocky Musical. Ich bin, muss ich auch sagen, na gut, stolz kann man auch das so sagen, aber ich bin wahnsinnig froh, dass ich mit auch lebende Legende wie Sylvester Stallone, Filmlegende, noch dieses Musical mitproduzieren darf. Wow, das ist schön. Ist ja auch einer ihrer größten Fans, ne? Das ist, gut, wir sind Fans von den Filmen von Sylvester Stallone. Der war schon ganz oft bei unseren Kämpfen. Wir haben den Sylvester wieder in Hamburg gesehen, letzten Samstag, wo er auch mitgefiebert hat, mitgekämpft hat. Und am Ende, wie man das schon auch in den Rocky-Films gesehen, der Sieger war der Rocky. Also ich bin nicht der Rocky, aber ich möchte unbedingt auf der Siegerseite stehen.
Und so war das auch am nächsten Samstag. Stellen Sie Ihre Frage an Wladimir Klitschko. Einfach mal reinklicken auf unserem Facebook-Profil und das fragen, was Sie schon immer wissen wollten. Und gleich, Wladimir, habe ich was vor mit Ihnen. Und zwar fordere ich Sie hinaus im Boxen. Ich sehe schon, Sie haben einen Boxmantel an, ja. Boxhose an und Boxstiefel an. Ja. Und die Handschuhe fehlen noch. Ja, aber gleich, da wird's, also ziehen Sie sich warm an. Spuckt der Kleine so große Töne? Ja, ich glaube ja nicht. Ich habe auch einen guten Grund. Wer dazu gleich? Ich bin unvorbereitet eigentlich.